Meine Damen und Herren, guten Abend noch einmal. Die Heute-Redaktion meldet sich außerplanmäßig. Sie haben gehört, die Regierungsparteien in Berlin haben sich auf Christian Wulff, den niedersächsischen Ministerpräsidenten, als Kandidaten fürs Amt des Bundespräsidenten geeinigt. In diesen Minuten um 19.30 Uhr hieß es, soll er im Reichstag den Kameras und der Öffentlichkeit präsentiert werden. Bettina Schausten ist für uns dort. Bettina, sind denn Kandidat und Kanzlerin schon da? Hat im Moment ihr Statement begonnen, deshalb hören wir direkt rein. In einer Zeit, in der es um die Zukunft Europas geht, Verantwortung für unser Land zu übernehmen und bereit ist auch, mit den Menschen einen Weg zu gehen, der sicherlich nicht immer auch in den nächsten Jahren einfach ist, aber auch ein Land zu repräsentieren, das ein wunderbares Land ist und in dem wir natürlich auch eine gute Zukunft gestalten wollen. Ich bin also sehr froh, bedanke mich für die Bereitschaft und denke, dass wir der Bundesversammlung ein sehr gutes Angebot unterbreiten können, was sicherlich auch viel Zustimmung erfährt. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich freue mich ebenfalls sehr, dass es uns als Regierungskoalition gelungen ist, Christian Wulff als Kandidaten für das Amt des Bundespräsidenten zu gewinnen. Wir Freie Demokraten arbeiten mit Christian Wulff auf Bundes- und auf Landesebene seit vielen Jahren ganz vorzüglich zusammen. Christian Wulff ist jemand, der einen klaren inneren Kompass hat, ein Mann, der es versteht, auch für alle Bürgerinnen und Bürger in Deutschland da zu sein, gleichzeitig aber auch weiß, welche geistige Achse unsere Republik braucht. Und deswegen werden wir Freidemokraten gemeinsam mit den Kollegen der Regierungskoalition Christian Wulff für die Bundesversammlung vorschlagen. Wir bekommen einen sehr guten Bundespräsidenten und ich freue mich sehr darauf, dass Christian Wulff der Bundesversammlung vorgeschlagen wird. Und ich rechne fest damit, dass er dort auch eine klare Mehrheit erhalten wird. Meine Damen und Herren, die Christlich-Soziale Union schlägt ebenfalls Ministerpräsident Christian Wulff für das Amt des Bundespräsidenten vor. Das hat soeben das CSU-Präsidium einhellig ohne Gegenstimme beschlossen. Christian Wulff hat in seiner Funktion als Ministerpräsident des Landes Niedersachsen hervorragende Arbeit geleistet. Und wir sind sehr überzeugt, dass er für alle Bevölkerungsschichten und für alle Regionen unseres Vaterlandes eine erfolgreiche Arbeit leisten wird. Ich bin auch sehr erfreut über das Verfahren der letzten Tage, dass es uns gelungen ist, als christlich-liberale Koalition zu einem gemeinsamen Vorschlag in sehr kurzer Zeit bei mehreren sehr gut geeigneten Kandidatinnen und Kandidaten zu kommen. Ich bedanke mich sehr für das große Vertrauen von CDU, CSU und FDP, die Beschlussfassung in den Führungsgremien dieser drei Parteien für eine große Aufgabe mit einer großen Verantwortung im Amt des Bundespräsidenten. Ich freue mich auf die Aufgabe. Ich denke, man kann die Menschen zusammenführen, etwas für den Zusammenhalt unserer Gesellschaft tun, Mut machen, auch Optimismus in schwierigen Zeiten machen. Natürlich habe ich auch ein bisschen Wehmut, dass Horst Köhler zurückgetreten ist in dieser Woche. Natürlich habe ich auch ein bisschen Wehmut, dass ich meine Aufgabe in Niedersachsen dann nicht werde weiter ausüben können, weil ich Ministerpräsident werden wollte, es jetzt lange gewesen bin und es gerne weiter auch gemacht hätte. Aber diese Aufgabe reizt mich. Ich möchte sie gerne wahrnehmen und das Haus in Niedersachsen ist gut bestellt und freue mich, dass man sich wird am 30. Juni der Wahl stellen können. Und dann wird mein ganzes Bemühen darauf gerichtet sein, den Menschen zu dienen und unserem Land zu dienen. Ja, herzlichen Dank. Dankeschön. So, das war also die gemeinsame Präsentation der Parteivorsitzenden der Regierungskoalition CDU, CSU und FDP. Sie haben ihren gemeinsamen Kandidaten für das Amt des Bundespräsidenten Christian Wulff präsentiert. Alle haben sich
kurz geäußert. Ja, und natürlich ist dieser gemeinsame Auftritt auch in diesem Kalkül, dass von diesem kleinen Auftritt das Signal von Geschlossenheit ausgehen soll. Die Bundeskanzlerin, der CSU-Vorsitzende haben darauf hingewiesen, dass ja doch eine schwere Entscheidung innerhalb kürzester Zeit, innerhalb ganz weniger Tage gefunden werden musste nach dem überraschenden Rücktritt von Horst Köhler. Alle haben sich natürlich, die Bundeskanzlerin auch am Anfang, sehr zufrieden mit dieser Wahl geäußert. Christian Wulff sei der richtige Kandidat. Und dieses war, wie es sein sollte, nämlich eine würdige Präsentation. Also alle haben dieses kurz und knapp, aber mit durchaus Freude im Gesicht dann absolviert. So, die Parteien haben bereits, Vorstand, Präsidien haben bereits zugestimmt. Und nun hat Christian Wulff die besten Chancen, Bundespräsident der Bundesrepublik Deutschland zu werden. Aber er hat einen Gegenkandidaten. Die SPD hat heute bereits Joachim Gauck präsentiert. Und wir hören, dass auch die Linke wohl erwägt, noch einen Kandidaten aufzustellen. Wer das sein wird, ist noch nicht bekannt. Also es wird eine wirkliche zwei-, wenn nicht dreifache Kandidatur geben. Es wird eine Auswahl geben für die Bundesversammlung, die ja dann am 30. Juni zusammentrifft und die Entscheidung treffen wird. Bettina, vielleicht noch eine Nachfrage für die Mehrheit unserer Zuschauer, die nicht als Niedersachsen Ministerpräsident Wulff als Landesvater dort erlebt hat. Wofür steht er denn? Es gibt die berühmte Äußerung von ihm vor ein paar Jahren: Kanzler traue ich mir nicht zu, Präsident aber durchaus schon offenbar. Ja, damals hat er sich im vergangenen Jahr ein bisschen aus dem Rennen genommen mit diesem Hinweis, er wolle gar nicht Kanzler werden. Er galt durchaus ja immer auch als ein gewisser Widersacher von Angela Merkel, als einer, der ihr vielleicht auch mal gefährlich werden könne. Das hat er eben mit diesen Äußerungen im vergangenen Jahr durchaus entkräftet. Gut, also Christian Wulff, da sagen viele, eigentlich hat der so ein Präsidentengen. Der hatte immer schon etwas Präsidiales an sich, auch in seinem Regierungsstil als Ministerpräsident. So gesehen wird ihm dieses Amt in der Tat zugetraut. Und er wird jetzt mit seiner zweiten Frau Bettina Wulff einziehen, hier in Berlin, nicht im Schloss Bellevue, aber eben dieses Amt ausüben. Die beiden haben ja auch noch mal ein kleines Kind bekommen. Also das ist durchaus ja auch ein Signal, ein 50-jähriger Bundespräsident, was sicherlich auch die Parteivorsitzenden jetzt gerne entsprechend verkauft haben. Also so viel zu Christian Wulff, aber am 30. Juni muss er natürlich auch mit der Mehrheit von Union und FDP zunächst einmal gewählt werden. Vielen Dank in den Reichstag. So viel von unserer kurzen Spezialsendung. Der Kandidat steht fest. Vom anderen Kandidaten, Joachim Gauck, wird man sicher auch sehr bald hören. Und dann ist das eröffnet, was es eigentlich gar nicht gibt, der Wahlkampf um das Amt des Bundespräsidenten.